Hallöchen, meine Lieben, ich habe heute wieder eine Brand News Box bekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, das ist die Fanbox, weil für die normale Brand News Box ist es mal wieder noch ein bisschen zu früh. Obwohl, wir haben heute schon den 11., aber die kommt ja immer erst zum Ende des Monats hin. Deswegen, ich mache sie jetzt mal auf mit euch. Ich habe sie gerade mitgenommen. Ich komme gerade von der Arbeit. Und, Messer besser. Gut. Dann schauen wir mal hinein. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Tada. Mich lachen direkt die Chips an. So sieht's aus. Fußballfeste freudig feiern heißt es hier auf der Karte. Die lege ich dann direkt mal beiseite. Und dann gibt es natürlich wieder das neue News-Magazin. Ja, Anpfiff zum Feiern, Newsies im WM-Fieber, Torjubel der Geschmacksnerven und kulinarisches Länderspiel, Rezepte der Fußballnation. Das ist auf jeden Fall cool, weil wir werden auf jeden Fall auch hier WM gucken mit Freunden und grillen. Und dann kann ich vielleicht auch mal was daraus kochen. So, und ach, das ist gerade leicht blöd. Ich bin gerade mal auf dem Schoß, weil es so warm ist. Also, ich habe jetzt auch länger von mir nichts gehört, weil ich bei dem guten Wetter eigentlich immer draußen unterwegs war und eigentlich gar nicht dazu kam, Videos zu drehen. Aber ja, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also die Chips-Tüte ist auf jeden Fall schon mal in beide Richtungen aufgeplatzt. Spooky. Das sind die Funny Frisch, Chips Frisch, Salsa de Brasil. Ich würde es euch ja jetzt zeigen, aber die ist oben und unten aufgeplatzt, die Tüte, und versaut mich jetzt gerade die komplette Couch. Ja, ich lege es jetzt mal zur Seite. Spooky, jetzt habe ich die ganzen Chips-Krümel auf der Couch. Ja, auf der Karte steht Funny Frisch, Chips Frisch, Salsa de Brasil, 1,99, gibt es seit September 2013. Die hatte ich auch, glaube ich, schon mal gehabt. Jetzt, wo sie schon mal offen sind, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch schmecken, aber ich probiere es auf jeden Fall schon mal. Ja. Die sind jetzt nicht scharf. Aber sehr gut gewürzt und ja, sehr lecker. Aber schade, dass die Packung aufgerissen ist. Und ich jetzt alles in der Box habe und auf der Couch und auf dem Boden und überall. Naja, machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Produkt. Das ist ein Bitburger Bier. Hier, das ist ganz normal, das trinkt mein Vater eigentlich immer. Ich glaube, das ist auch das reguläre Bitburger 05er. Ja. Für prickelnde Fanmomente kostet 79 Cent. Ja. Gibt es kein Launchdatum, weil, also das kenne ich wirklich schon ewig, weil das kauft mein Vater immer und das schmeckt ihm auch ganz gut. Deswegen werde ich ihm diese Flasche auch geben, weil ich nicht der Biertrinker bin. Aber ja, Bier gehört nun mal zum Fußball dazu, deshalb ja, war es eigentlich zu erwarten, dass ein Bier in der Kiste drin ist. Ich versuche das jetzt irgendwie mal ein bisschen. Oh, geil. Die Chiops, die auch schon in der anderen Box drin waren, aber dieses Mal in Gouda Parmesan. Das letzte Mal waren sie mit Käse und Kräutern. Und die sind super, super lecker. Also ich habe die Packung an einem Abend vernichtet. Schade, dass ich auf Diät bin, aber ich glaube, ich werde da wohl mal sündigen müssen, weil die sind super, super, super lecker. Ja, cool, dass die wieder dabei sind. Die kosten 2,49, 125 Gramm und gibt es seit Februar 2017. Ich glaube, auch in der Februar- oder Märzbox waren die drin gewesen.
So, dann über die Chipskrümel. Dann haben wir hier ein Getränk. Filsa H2 Obst. Apfel Rhabarber. Das ist auf jeden Fall ein lustiger Name. Ja, Apfel Rhabarber Getränk ist super. Ich nehme momentan die ganzen Getränke aus der Brandness Box mit zum Sport, weil die sind eigentlich relativ kalorienarm. Ja, das hat auch die 100 Milliliter gerade mal 20 Kalorien. Und statt immer nur Wasser zu trinken, trinke ich dann die Säfte oder Vitamindrinks oder sonstiges immer beim Sport. Das kostet 79 Cent und da gab es einen Relaunch im Januar 2013. Da freue ich mich auch drüber. So. Mentos! Mentos, geil. Also, die habe ich schon als kleines Kind geliebt. Das sind die bunten Mentos, diese Fruit Mentos. Ja, die muss ich auch gleich mal aufmachen, weil... Unglaublich, ich komme von der Arbeit und ich habe so einen Hunger. Und dann packt ihr auch noch sowas in die Box rein. Mal davon abgesehen, dass da auch Chips drin sind. Und ja, kennt ihr die Mentos noch aus eurer Kindheit? Also, meine Mutter konnte eigentlich mit mir kaum einkaufen gehen, ohne dass Mentos mit mussten. Und ja, das sind diese schönen bunten Mentos hier. Rosa und grün und gelb und orange. Und die sind so, so lecker. Die schmecken ultimativ künstlich, muss man dazu sagen. Aber super, super lecker. Und das ist eine Fußball-Edition. 1,59 kosten die, drei Päckchen sind da drin. Und die gibt es seit Mai 2014. Also sehr wahrscheinlich einfach nur, weil die Verpackung jetzt so ein bisschen auf Fußball gemacht ist. Ja, ich schmatze euch jetzt hier ein bisschen was vor. Es tut mir leid. Als nächstes sind zwei Goldmännchen-Tees drin. Ist aber beides das gleiche. Jetzt ist die Frage, war das so gedacht, dass ich zweimal den Tee bekomme? Weiß ich nicht, liebes Brandness-Team. Zweimal die gleiche Sache. Also zweimal von der gleichen Marke unterschiedliche Sachen, aber das ist zweimal Goldmännchen-Cocktail-Tee, bitter Orange, Orange Wermut. Kostet 2,69 Euro. Und da hatte ich ja schon mal einen anderen von gehabt. Der war mir aber zu süß. Aber den werde ich auf jeden Fall probieren. Und ja. Tee. Und dann haben wir als nächstes noch einen Energy Drink. Ja. Trinke ich auch mal ganz gern, wobei ich am meisten eigentlich Red Bull trinke und davon auch nur die Red Edition. Ja, ist auch ganz gut für lange Fußballnächte, ist auch so Schwarz-Rot-Gold-Effekt. Ein bisschen auf die WM abgestimmt und ja, den hatte ich jetzt noch nie gehabt. Das ist auch eine Sonderedition, Supporters Edition. Die kosten 99 Cent und gibt es seit April 2014. Und oh, ich sehe was richtig, richtig Leckeres. Das ist von der Ostsee so eine getrocknete Salami. So ein Salami-Ring. Die sind super, super lecker. Die kaufe ich auch super gerne, um dann abends eine Antipasti-Teller zu machen. Dann gibt es die dazu. Super, super toll. Ja. Und die kosten 4,69 Euro, sind relativ teuer, aber ja, sehr, sehr lecker. Und ja, liebes Brandnews-Team, mit der Fanbox habt ihr wieder voll ins Schwarze getroffen und es sind viele super leckere Sachen dabei. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schaltet auch demnächst wieder ein. Und ich verabschiede mich jetzt und esse weiter meine Mentos. Bis dann, tschüss!